Hallo meine Lieben, Sanja hier. Ich melde mich heute mit dem dritten Teil unserer fünf Musts, um im Network Business erfolgreich zu sein. Und der dritte Punkt, über den ich heute mit euch sprechen möchte, das ist euer Sympathiefaktor. Um im Network erfolgreich zu sein, müsst ihr dafür sorgen, dass man euch sympathisch findet. Das klingt jetzt vielleicht komisch, ja, aber es ist tatsächlich so, dass die wirklich, wirklich erfolgreichen Leute im Network-Business es schaffen, Menschen anzuziehen. Also die strahlen eine Energie aus, die andere Menschen dazu bewegt, auf sie zuzukommen. Man nennt sowas Attraction Marketing, ja, also Anziehungsmarketing. Und außerdem nutzen die meisten auch ein System, um also ein automatisiertes System, um aus dieser Menge an Menschen, die auf sie zukommen, dann richtig zu sieben, auszusortieren und automatisch auch zu antworten, um dann wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Das nur nebenbei erwähnt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr im Hinterkopf behaltet, um wirklich erfolgreich zu sein, müsst ihr es schaffen, Menschen in euer Netzwerk zu ziehen. Und das schafft ihr nur, wenn ihr an eurem Sympathiefaktor arbeitet. So, das klingt jetzt natürlich vielleicht ein bisschen eigenartig, weil wir ja alle irgendwie, ja auch, wo es wurde uns ja genauso erzählt, dass wir authentisch sein sollen und dass wir so sein sollen, wie wir nun mal sind. Alles gut, ja. Also ihr dürft auf gar keinen Fall verleugnen, wer ihr seid. Ihr sollt auch authentisch bleiben. Nichtsdestotrotz gewinnt ein Lächeln einfach mehr Herzen als ein starrer oder gar gelangweilter Blick. Ja, also achtet auch darauf, dass wenn ihr über Social Media aktiv seid, dass euch nicht euer Gesicht einschläft. Dass ihr einfach nett und sympathisch wirkt auf andere. Auch wenn jemand eher eine introvertierte Persönlichkeit ist und nicht so gerne redet, und da zähle ich mich auch dazu. Also für mich ist es absolut außerhalb meiner Komfortzone, wirklich hier live zu gehen und Posts zu machen und das Ganze dann vielleicht auch noch in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Nichtsdestotrotz mache ich es, weil ich weiß, dass ich Menschen damit helfen kann, auch selbst aus ihrer Komfortzone zu treten und weil es heutzutage absolut notwendig ist, um erfolgreich zu sein in diesem Geschäft. Ja, das heißt, was könnt ihr tun, um euren Sympathiefaktor zu erhöhen? Nehmt an Unterhaltungen teil. Ja, also wirklich kommentiert Posts, interessiert euch ehrlich für die Menschen und ihr Leben. Lächelt, ganz, ganz wichtig, lächelt. Noch ein Tipp, merkt euch die Namen von Menschen. Ja, also trainiert das wirklich, dass ihr euch an Namen erinnert. Ich selbst habe ein ganz, ganz schlechtes Namengedächtnis, aber man kann das lernen, ja, indem man zum Beispiel während eines Gespräches im Geist immer wieder den Namen des Gegenüber sich in Erinnerung ruft, ja, oder wiederholt. Dann funktioniert das ganz gut. Und seid neugierig über andere. Ja, interessiert euch für das Leben von anderen. Seid neugierig, hinterfragt und zwar ehrlich, nicht aufgesetzt. Nicht irgendwie dieses ausgedrehte Lächeln und tralala, ja, und in Wirklichkeit merkst du genau, oh, der will mir jetzt nur sein Geschäft irgendwie vorstellen. Und das ist ja alles okay, ja, soll er sein Geschäft vorstellen, aber bitte, dann stelle ich dir auch meines vor. Ja. Aber wenn ich merke, dass jemand nur so tut, als wenn er Interesse an mir hätte, um am Ende nur sein eigenes Produkt zu verkaufen oder mir am Ende nur zu erzählen, wie toll das Geschäft ist, in dem er ist und dass alles, was ich mache, eigentlich uninteressant ist und tralala, da muss ich sagen, geht bei mir sofort die Wand hoch. Ja? Und das wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen. Das heißt, ein ehrlich gemeinter Tipp von mir, arbeitet an diesem sogenannten Sympathiefaktor. Wie kann ich das machen? Ja, wenn ich jetzt selbst da keine großen Erfahrungswerte dazu haben. Erstens, schaut euch Menschen an, die das bis zur Meisterschaft perfektioniert haben und versucht, die zu spiegeln. Ja? Also hört,
Menschen zu, die ihr sehr, sehr sympathisch findet, wie die reden, wie die gestikulieren, und versucht das auch zu imitieren, ja, macht das nach. Dann versucht auch die Art, wie sie sprechen, zu imitieren, immer und mit dem Hintergedanken natürlich authentisch zu bleiben und sich nicht vollkommen zu verbiegen. Und wenn ihr euch für Menschen ehrlich interessiert und diese Menschen haben ein Problem, dann versucht ihnen zu helfen. Ja, und zwar ehrlich und aufrichtig. Versucht ihnen bei der Lösung ihres Problems zu helfen. Und ihr werdet merken, dass sobald ihr euch wirklich für Menschen interessiert, sobald ihr von tiefstem Herzen versucht, ihnen zu helfen, bei ihren Problemen, ihre Wünsche zu realisieren, ihren Schmerz irgendwie loszuwerden, ihre Hoffnungen versteht und sie dabei unterstützt und ein wirklich guter Freund werdet für diese Menschen, dann werdet ihr sehr schnell bemerken, dass ihr eine Energie aussendet, die euch ganz, ganz viele Menschen in euer Leben ziehen wird, die genauso denken und agieren wie ihr. Und sobald ihr wirklich Interesse daran habt, anderen zu helfen und nicht nur eure eigene Geldbörse im Kopf habt, dann wird euer Geschäft explodieren. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, viel Spaß auch bei diesem Prozess und ich freue mich schon darauf, euch bei der nächsten Lektion wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute!